Willkommen bei den Map News und heute geht es rein um Updates, weil in den letzten paar Tagen bzw. übers Wochenende nur Updates rausgekommen sind. Wir starten mit der Eureka Farm. Die zeige ich ein bisschen so her. Richtige Felder, zusätzliche Früchte haben wir auch, Lavendel, Roggen, Millet. Zwiebeln, Alfalfa, Klee eingetragen ist hier auch alles. Verträge haben wir da, Produktion ist hier keine da. Schafstall, Schweine, Hühner, Kuh und Pferdestall ist auch schon vorhanden. So, das wären die Staatsfahrzeuge. Und ja, die Eureka Farms gibt es auch oder ist eigentlich nur ein Update. Und zwar ist da Folgendes los. Sie kommt von TNT Modding Version 1.1 und ist für PlayStation und Xbox. Zusätzlich natürlich. Gut, Version 1.1. Das Problem beim Pflügen und Düngen von Feldern wurde behoben. Dass es doppelte Bäume gab, die sollten jetzt auch weg sein. Anzahl der Bäume auf der Karte wurden auch reduziert. Eine BGA gibt es. Und ja, Roggen, Hirse, Lavendel, Karotten und Zwiebeln wurden hinzugefügt. Der Ölverarbeitungsanlage wurden Lavendel-Ölpaletten hinzugefügt. Gem Factory wurde zum Speichern hinzugefügt. Traube und Erdbeeren kommen rein und Traubenmarmelade und Erdbeermarmelade kommt heraus dabei. Dann verschiedene visuelle schwebende Korrekturen. Holmer Terratos Multifruit wurde zur Karte auch hinzugefügt. Klee und Luzerne, da kann man jetzt Ballen machen. Sojabohnen, Stroh bzw. Ballen gibt es jetzt. Das gleiche gibt es auch bei Raps. Kann man zumindest eine Strohschwarte fallen lassen. Tierfutter wurde wie folgt aktualisiert. Drygrass, Windsorrow, Dry Alfalfa, Clover ist Clay, Grass, Windsorrow, Alfalfa. Ja, das ist alles jetzt auf Englisch. Das ist Silage. Bei Schafe natürlich auch Gras, Alfalfa, Clover. Also, Clover ist natürlich Clay. Bei den Schweinen Mais, Sorghum, Weizen, Gerste, ja Weizen und Gerste, Sojabohnen, Raps, Sonnenblumen, Roggen, Kartoffeln, Zuckerrüben und ja, Karotten, Zwiebeln. Bei den Hühnern Roggen, Hirse, Mais, Weizen, Gerste, Sorghum, Hafer, Sonnenblumen, Hafer, Sorghum, ja, Gras, Alfalfa, Clover, Karotten, dann natürlich auch wieder Mixwagen, natürlich wieder Gras, Alfalfa, Klee, Silage, Stroh, Sojabohnen, Stroh und Mineralfutter bei den Schweinen, Mais, Sorghum, Hirse, Weizen und Gerste, Sojabohnen, Raps, Sonnenblumen, Roggen, Kartoffeln, Zuckerrüben, Karotten, Zwiebeln und ein neuer ja, Spielstand ist bei dieser Karte erforderlich. Gut, dann geht's weiter mit Calm Water Version 1.4. Die kommt vom Stevie. Genauso wie Four Lakes, Hills View und Elm Creek Vierfach und Elm Creek Edit. Ja, und hier wurde auch alles gleich aktualisiert, bis auf die Version. Die ist natürlich zum Teil verschieden. Ein neuer Spielstand ist erforderlich. Dann Luzerne wurde komplett überarbeitet. Kartenballen wurden auf den neuesten Chance-Modelle und Texturen aktualisiert. Schwebende. Irgendwann wurde das halt geändert. Er wusste nichts davon, deswegen hat er das jetzt umgeändert. Auch platzierbare Brauerei wurde hinzugefügt. Kann man jetzt Honig, Erdbeer und Whisky produzieren, beziehungsweise Honigwein, Erdbeerwein und Whisky. Dann die Verkaufsargumente wurden auch natürlich geändert, dass man das Ganze verkaufen kann und sonstige kleine Änderungen wurden auch noch gemacht. Ja,
Mehr sieht man hier leider nicht. Bei der Four Legs, wenn man das, sich das hier anschaut, steht ein und dasselbe. Da schauen wir uns da einfach nur ein bisschen die Bilder an, die da drinnen sind. Schaut eigentlich nicht mal so übel aus, die ganze Karte. Dann Hillsview, natürlich auch wieder da das gleiche. Und ja, Hillsview, so sieht die Karte aus. Rechteckige Felder, ja, Kuhstall. Und wie gesagt, so sieht die Karte aus. Freilaufende Hühner, wenn es stimmt. Und ja, was gibt es sonst noch? Bei dieser Karte eigentlich nichts. Ja, M-Krieg. Dito, das gleiche. Version 1.0.0.9. Und ja, es ist die M-Krieg einfach auf vierfach, wenn das stimmt, was da steht. Wie, was, wann oder wie gern das jemand diese Karte spielt oder so eine Karte spielt. So, hier sieht man es eben besser. Es ist eine Vierfachkarte und ja, es gibt zwei Versionen anscheinend, eine Vierfach und eine normale Größe. Und wie gesagt, da wurde auch wieder das Ganze, ja, einfach das gleiche wieder geändert. Hier sieht man die normale Größe, wie die M-Creek Hulk ist. Und die County Line Multi, die kommt von KS, Mapping, Dry Diesel Modding, G-Man 72 und Trophon 69. Gut, die Country Line, eine Vierfachkarte, Version 1.0.0.1. Da ist ein neues Safe Game erforderlich. Dann feste Ballentexturen, dann die geparkten Autos, die nicht in den Parkzonen waren, sind entfernt oder verschoben worden, wie ich, wenn ich das richtig deute. Feste Kollisionen im Mall Cell Area, dann Leitung, ich weiß mit den Lichter, schätze ich mal, da gab es Lockfehler. Fehlende Verkaufsmaterialien hinzugefügt, dann alle Nebenstraßen von den Hauptstraßen sind jetzt mit Gravel, also mit Schotter. Alle Stadtteile sind jetzt mit Parkplätzen auch. Und die Parkplätze sind aus Asphalt. Der Futterhändler kann jetzt Hopfen ernten. Verkauf von Stationsmarkierungen wurde hinzugefügt. Dann Fixed Train Cell Drop Area. Das wurde auf Play Area abgesetzt oder umgeändert. So. Ja, das wäre die Karte. Die haben wir schon ein paar Mal gesehen. Gab es sogar zwei verschiedene Versionen von dieser Karte. Und da haben wir die Alfeld Map Version 3. Was geändert wurde, steht leider nichts. Jetzt 27 Felder, 4 Tiergehege und 4 Rasenflächenversion steht nichts. Ja, Gulli, Paprika, Balu, Nedi, Zumbody, Himi, Humi, Modding, Anton, Anto und Zolt sind die Mapper. Und so schaut die Karte im Großen und Ganzen aus. Und damit, ja, hier sind nun die PDA, die sind, irgendwie finde ich etwas klein. Ja, das war's dann auch mit den Map News. Die ganzen Download-Links zu den Karten sind natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und was am wichtigsten ist, abonniert den Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Also, wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder. Ciao, ciao.